zack, und da ist der nächste drin. Auf Wels hier an der Achtuba in der Störkurve, soll schon ein paar Tage lang laufen und läuft tatsächlich immer noch. Und ja, man zieht hier schön selbst den ganzen Tag über die Welse raus. Also ran hier, ab in die Welskurve, in die Störkurve auf 100, was ist das, 157 so ungefähr, ne? Ich stehe jetzt ein bisschen weiter rechts hier, also 102, ja, 57, man kennt das hier vorne vom Welsangeln, beziehungsweise eher vom Störangeln, das ist ja die klassische Störkurve. Ja, und hier, wie gesagt, gehen gerade schön entspannt die Welse rein. Und es läuft erstaunlich gut, nicht nur die Lüttendingers hier, sondern auch schon die etwas größeren. 30 Minuten jetzt hier, die Tageszeit jetzt gerade durchgenommen und das sieht auch schon richtig gut aus. 6, 7, 8 Stück jetzt hier, das ist doch top. Ich stehe jetzt hier quasi an der Ecke, an den kleinen Büschelchen hier unten und werfe immer da drüben zu den anderen Büschelchen. Also einfach mal so locker quer rüber. Und das Ganze hier mit etwas gepimpter Welsroute oder mit meinem gepimpten Welsset bisschen aufgewertet. Denn wir haben ja die Möglichkeit jetzt endlich, ja, selbst hier mit der Route, mit der Ultima, endlich jetzt hier mit einem Wurfgewicht ja nur von 70 Gramm größere Haken zu werfen, die es seit dem Nordmeer gibt. Das heißt, da gibt es ja jetzt Jigköpfe, die wir eben auch hier im Süßwasser verwenden können. Und die haben ein ganz gutes Wurfgewicht für so einen 4-0er Haken. Man kann natürlich bestimmt auch noch größere nehmen und verwenden und testen. Vielleicht mache ich das auch gleich einfach mal. Ich muss bloß mal schauen, ob das vom Wurfgewicht dann noch passt. Vorher konnte ich hier mit meinem Setup, mit der Wenger, maximal den 3-0er Fischeye, also der mit dem weißen Kopf und dem Auge, den konnte ich maximal verwenden. Und jetzt, wie gesagt, mit dem seit dem Meeresangeln, die Jigköpfe, die es da gibt, die sind relativ leicht tatsächlich für so einen 4-0er. Hier haben wir es. 35 Gramm 4-0er ja, Jig. Also das passt auch schon richtig gut. 4-0er Haken dann da drauf. Passt. So, jetzt weiter hier durchjiggen und weiter durchziehen. Ich glaube, hier vorne geht nichts mehr. Ich guck mal eben rein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wir sind jetzt hier mit dem Köder bei insgesamt 47 Gramm. 47 Gramm kann ich hier den nehmen. 50, ja, das könnte auch gehen. Ich könnte einen 6-0er nehmen. Und dann nehmen wir hier den, passt der Haken da drauf, passt der Köder drauf, passt. Dann nehmen wir hier den Huge Minnow. 50, 60, 62 Gramm sind wir immer noch drunter. Jetzt habe ich hier einen zweimal größeren. Ich bin mega gespannt. Also jetzt gehen wir hier mit dem deutlich größeren Haken hier durch. Ob das Auswirkungen hat jetzt auf die Welse. Also bisher war es okay. Bisher war es durchaus okay. Die Drills waren sehr entspannt, waren sehr angenehm. 23, 28 Kilo, überhaupt kein Problem. Bremse dicht gemacht und reingezogen. Ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, wenn ich mir das gerade so anschaue. Wir sind, ja, vom Setup her ist die Route das schwächste Glied. Beziehungsweise, ja, man weiß es nicht so genau, ne? Vorherige Sets, das vorherige Weltset war so aufgebaut, dass der Haken das schwächste Glied im gesamten Setup war. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann bricht der Haken? Wo ist die Schwachstelle jetzt bei dem Setup? Ist es jetzt die Route? Ist es die Rolle? Ist es immer noch der Haken? Am besten bricht einfach gar nichts. Was halten wir davon? Am besten bricht einfach gar nichts. Man fettfingert am besten nicht. Und dann ist doch alles gut. Ich werde auch hier, klar, ich habe gerade schon mit geschlossener Bremse hier gearbeitet. Aber ich werde jetzt auch hier nicht gezwungen, sozusagen auf Gedeih und Verderb hier schön alles mit geschlossener Bremse machen. Ich werde auch hier bei einem sehr, sehr großen Wels, wenn er denn reingeht, werde ich hier schön auch in den Drill gehen. Also auf entspannt das Ganze machen, in den Drill,
Und dann, wie man das jetzt die letzten Wochen schön geübt hat am Nordmeer, Bremse auf, Bremse zu, immer mal wieder kurz abbremsen, wieder ein bisschen ranpumpen und so weiter, wie man es halt so kennt. Wenn denn, wie gesagt, einer reingeht, bisher noch kein Biss auf dem 6-0er Haken. Das hier ist, wie gesagt, alles auf dem 4-0er Haken passiert, Meeresjigkopf, also das funktioniert. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob das auch mit dem, mit dem 6-0er funktioniert. Und wenn das funktioniert, ist der nächste Schritt, andere Köder nochmal testen. Huge Minnow ist ja ein Gummifisch, der auch am Nordmeer funktioniert. Kann man auch da verwenden. Also Jig teilt sich quasi die Jigköpfe und die Köder. Kann man also 1:1 im Salzwasser und hier im Süßwasser verwenden. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, können wir die großen Gummifische hier auch verwenden? Das wäre der absolute Oberhammer. Das heißt, ich werde gleich mal gucken. Farbschema ist ja jetzt eindeutig. Da gab es auch schon wieder einige Fänge in den Rekorden drin. Also dieses dunkle Violett für den Köder. Vielleicht gibt es da irgendwas Adäquates von den Salzwasserfischchen, was vielleicht nicht so ganz, also größer gerne, aber vielleicht nicht so ganz mega groß, also nicht so ganz deutlich größer jetzt hier wie der Huge Minnow. Und da geht er rein. Na, guck mal. Nur mal ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen hängen gelassen noch und dann ging er schon rein. Sehr, sehr cool. Ja, sehr angenehm übrigens auch hier jetzt gerade in Verwendung. Ihr seht es hier wahrscheinlich, die Goliath. Das Fazit gibt es dann am nächsten Freitag. Gucken wir mal, was denn hier so geht. Goliath im Vergleich zur Wenger. Schön alles nochmal im Detail. Ja, aber ich glaube, das hier, das ist schon sehr, sehr angenehm. Und da muss man auch wirklich sagen, die Kurbelgeschwindigkeit ist da natürlich mega gut. Das heißt, in dem Moment, wo der Wels ein bisschen Luft hat und ein bisschen locker lässt, dass man dann nochmal schnell einkurbelt, das ist ja sensationell. Zack, ha, da geht der nächste rein. Ja, die Einholgeschwindigkeit ist tatsächlich auch so ein Ding, gerade jetzt hier mit dem großen... Alter, Captain Baloo. Hat er sich schön reingemogelt ins Video. Sehr gut. Danke dir fürs Follow auf Twitch. Die Einholgeschwindigkeit ist natürlich auch so ein Ding, ne? Gerade hier mit dem großen Spulenkopf müssen wir natürlich hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch relativ langsam kurbeln. Ich bin mit 25 bis 30 hier gerade unterwegs und habe jetzt gerade eben nochmal etwas umgebaut und zwar jetzt auf dem 5-0er Haken und habe hier das erste Mal einen Meeresköder dran. Und den ersten Fisch. Und der scheint ein bisschen Bock zu haben. Deutlich größer zu sein als die anderen. Oder zumindest gibt er ein bisschen mehr Gas gerade. Ja. Da bin ich doch gespannt, was da jetzt drauf geht. 17 cm groß ist er jetzt, glaube ich, der Köder. Hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil die ganze Zeit mit geschlossener Bremse. Also den ziehen wir jetzt hier relativ entspannt einfach rein. Und auch er hat eigentlich gar nichts zu melden, ne? Ich muss noch nicht mal irgendwie großartig pumpen oder so. Ich lenke einfach nur oder ziehe einfach immer nur so ein bisschen nach oben. Kann die ganze Zeit konstant hier einkurbeln. So, komm ran. Eieiei, da macht er sogar noch ein bisschen Kopfschläge. Oh, guck mal, oh, 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 oh. Hören wir mal eben auf hier. So. Könnte jetzt noch mal ein bisschen nach hinten laufen. Da ist er schon. Ja, ist es denn wahr? Oh, der hat aber schon Bock. Das ist aber schon einer, der hat ein bisschen Gewicht. Den kriege ich so noch gar nicht, oder? Doch. 65 Kilo. 65 Kilo ist natürlich schon ein stattlicher Brummer. Einfach mal eben so reingezogen. Das schmeckt natürlich. Ja. Auf dem Fisk hier, sie hat auch direkt 6% Verschleiß gekriegt vor Schreck, alter Falter, ey. 5-0er Haken, ja, aber lübt, kann sich doch sehen lassen und direkt wieder raus damit, Bremse natürlich wieder aufmachen und weiterziehen.
Ja, nach dem großen Brocken war dann leider vorbei. Ich habe dann nochmal die andere Störkurve getestet, aber auch da ging dann nichts mehr. Heißt also, knapp eine Stunde, da sind sie, knapp eine Stunde hier jetzt geangelt oder nicht mal ganz. Und ja, das sind jetzt hier die Brocken, die rausgekommen sind aus der Störkurve. Und insgesamt sind das hier jetzt natürlich mit dem dicken, fetten Brocken knapp 500 Silber in der einen Stunde. Schön auf Wels. Kann man machen. Gerade mit der Frequenz war das hier in der Störkurve mit dem Köder richtig, richtig gut. Wir gucken gerade nochmal eben rein hier wegen der Köder. Also das hier war der Fisk, also vom Nordmeer 175,11. Dann waren hier die Lynx Huge Minnow. Die waren hier eigentlich dann hauptsächlich, ne? Also der war immer wieder dran. Hier auch auf die großen Huge Minnow 120,04. Und hier auch, ne? Also, das war hier der Haupt-Huge Minnow als Köder. Und hier auf den großen dann auch mit einem dicken, fetten Haken der große Wels mit 65 Kilo. Zack, verkauft das Ganze. Weitermachen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.